Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 3 Multiplayer Modus. Und für heute habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn es ist ja ein Tag vor dem Battlefield 4 Release. Deswegen auch die letzten beiden Folgen, das Finale sozusagen vom Battlefield 3 Multiplayer Modus Let's Play. Und deswegen werden wir heute mal eine ASCII-Runde machen, zwei sogar. Und in dieser Folge fangen wir mal an mit der SKS vorerst, aber wir werden vielleicht nochmal zur Shotgun und zum MG switchen. Und ja, wie gesagt, wir machen erstmal zwei ASCII-Runden bzw. zwei ASCII-Folgen sozusagen. Da haben wir schon mal unseren ersten Kill. Aber mal gucken hier. Den nächsten Kill, ich sag ja, das sind richtige ASCII-Waffen, das SKS. Joch, die DAO übrigens auch. Aber der darf das, es ist ein Level 5er und zwar kein Kernel 5er, sondern ein ganz normaler Level 5er. Ein richtiger Anfänger halt eben. Der hat sogar noch nicht mal mehr viele andere Waffen zur Verfügung stehen. Hoffentlich haben die uns nicht gesehen. Oh, was mit meinem Aim bitte los? Jo, du bist ein Colonel 100, du darfst halt nicht. Aber dafür haben wir den schon zweimal gekillt. Also fliegen wir nochmal aufs Dach. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Weil hier scheint gerade der Gegner spawnen zu sein. Und als professioneller Noob ich hab einen feindlichen Soldaten. Geht man natürlich auf den Gegner spawnen los. Er kann direktes Spawn campen. Das geht noch ein bisschen anders. Ah, Mist, den wollte ich ihn eigentlich gerade nehmen, aber ist nicht so schlimm. Da haben wir den nächsten eliminiert. Zweier KD sogar. Oh. Da werfen wir mal eine Granate hin. Mal gucken, was daraus wird. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Nö, nicht wirklich. Hat er uns gesehen? Nö. Wenigstens haben wir den anderen noch mitgenommen. Boah, den haben wir jetzt schon dreimal erledigt. Sind ein Colonel 100 da. Mit seinen selber Noob-Waffen da. Aber vielleicht fliegt er ja auch viel Heli und Jet und so. Heißt ja nicht, dass ein Colonel 100 gleich gut in Infanterie ist. Kacke. Das hat zwar nicht geklappt. Aufpassen, ich hab einen Feind. Ich hab doch gerade Schritte gehört. Die waren auch hinter uns. Ah, sag mal, trägt sich heute eigentlich der Kampf nur zwischen uns beiden aus? Kann gerne sein. Nee, eigentlich nicht, ne? Wäre für die Abwechslung jetzt vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll. Zmack. Da haben wir schon wieder erwischt den Zhang Zivo. Oh, nur Hilfe bei Kill 97. Ist einer mit einer Shotgun hinter uns. Ach ja, die G18 darf als Noob-Waffe natürlich auch nicht fehlen. Ich habe nämlich gestern schon mal einen Testlauf gemacht, aber da war ich so schlau und habe das Ganze vorher angekündigt im Chat. Also ohne Aufnahme habe ich das gemacht. Leider, weil es war eigentlich sehr lustig, weil erst haben sich sehr viele Leute aufgeregt, nachdem ich das angekündigt habe. Und kurze Zeit später wurde ich gekickt vom Server. Deswegen habe ich das diesmal nicht im Server-Chat angekündigt. Ne? Ich meine, man lernt ja auch irgendwie dazu, ne? Den Messer haben wir mal hier direkt. Und dann müssen wir den natürlich teabaggen, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Was sowieso generell nie Sinn ergibt, weil es total dämlich ist. Arg Zhang Zivo. Wir kennen uns. Gleich können wir nochmal aufs MG switchen oder auf die Shotgun. Wobei Shotgun eigentlich überhaupt... Ich spiele diese Waffen überhaupt nicht gerne. Das muss ich mal dazu erwähnen. Was ich manchmal mache ist... Ist auch ne Pistol Server. Also wo nur Pistolen und Messer erlaubt sind. Das mache ich ab und zu mal. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie hiermit.
Nur, dass das halt eben nicht so schnell geht. Lol. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, jetzt können wir mal hier auf unser MG wechseln. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal das hier. Voll richtige Noobs mit dem M240 rumlaufen. Ja, so macht man das. Oh, Nemesis Opfer schon. Ne, das ging aber mal schnell. Mal gucken, kriegen wir den kaputt? Tatsächlich. Aber jetzt haben wir wen hinter uns. Da vorne. Boah, den haben wir sogar gekriegt. LOL. Wollte der uns einfach knifen. Einfach so, einfach grundlos wollte er uns knifen. Wir tun doch gar nichts. Wir sind doch total friedlich. Nein, was ich hoffe, ist, dass sich irgendwer aufregt. Weil das ist ja schon so richtig Trollen, was wir hier eigentlich machen. Was wir hier fabrizieren. Nein, da hat er uns doch gekriegt. Nein! Zangsi, wo war's? Ich werde ihn hassen. Und in 5 Minuten nach dem Spiel werde ich ihn wieder vergessen. So wie immer. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gelauscht, was die virtuellen Spieler sich hier so zurufen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ah, nee, als... Warte mal, das... Haben die das mal gepatcht irgendwann? Früher war noch immer... Da ging das immer so schwer und dann saß sie... Hat man manchmal so ein paar Idioten gesehen, die da nicht wussten, wie stellt man jetzt sein Zweibein auf. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Ich denke mal, wenn man es mal einmal drauf hat, was eigentlich ein Lernprozess von 2 Minuten ist, aber manche können es ewig nicht. Aber ich glaube, man muss ganz nah davor gehen, sonst geht das nicht. Ja, wie gesagt, manche lernen das nie. Aber so Spezialisten hast du ja immer. LOL, von beiden Seiten, glaube ich. Der eine Schuss kam eben von hinten. Ja, da hast du wohl nicht mit gerechnet, ne? Du kannst dein Messer sofort wieder einstecken, ey. Es sieht nach Noob aus, ne? Aber eigentlich steckt da was anderes hinter. Der Wolf im Schafspelz, mein Freund. Naja, ich will mich mal nicht zu hoch loben, weil so gut bin ich nämlich nicht. Okay, wir sind Erster. Aber mit Noob-Waffen ist das ja auch eigentlich gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Aber gleich werden wir richtig krank. Da gehen wir gleich richtig auf die... Aber da drücken wir mal so richtig auf die Assi-Schiene. Auf die Tränendrüse, weil dann wird es nämlich richtig pervers. Aber mehr dazu will ich noch nicht sagen. Sondern gleich in der zweiten Folge, da kommt das richtige Battlefield 3 Let's Play Multiplayer. Sowieso bla bla bla, ein viel zu langer Name. Finale. Genau. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Könnt natürlich auch gleich mal mit dem Noob-Tube versuchen. Den haben wir sogar mit der Granate erwischt. Ja. Der Chewbacca ist dominating on a 5-Kill-Streak. Ja, wir machen unsere Gegner hier mit unseren Kack-Noob-Waffen kalt. Ah, da ist überhaupt keiner drin. Ich dachte. Campmore müsste ich sogar auch noch drin haben. Fällt mir jetzt gerade ein. Ist eine gute Idee. Von meinem gestrigen Testlauf, den ich da gemacht habe. Ich glaube, da ist einer hinter uns. Hier, deine Munition. Hol sie dir. Erstmal kurz abwarten. Da sind gerade ein paar Leute. Naja, das geht jetzt gerade nicht. Ah, Mist, jetzt habe ich gerade mal nicht dahin geguckt, sondern wieder auf meinen zweiten Bildschirm. Das ist natürlich auch richtig kacke mit einer Shotgun. So und Medikit drauf. Das Medikit sei schon hier Munitionspaket.
Da ist sogar explodiert das Ding eben. Wahrscheinlich eine Granate draufgefallen. Okay, jetzt gehen wir mal irgendwo hin, wo wir nicht so schnell abgeschossen werden können. Und dann warten wir einfach mal ab, bis die Dinge explodieren. Ich glaube, einer ist schon kaputt gegangen. Ja. Aber der eine, der steht noch. Da hinten, unter dem Kabuff, da ist einer. Den haben wir jetzt erwischt. Mit einem Kopfkill. Mit einem Kopfkill. Wir haben ihn nicht getötet. Wir haben nur seinen Kopf getötet. Gucken, wenn hier jetzt gleich einer angepisst kommt. Ach, kacke. Jetzt habe ich natürlich gefailt. Mal, kommt der jetzt gerade hierher geschwommen? So. Meinst du, ich sehe das nicht? Oha. Das war knapp. Jetzt haben wir schon wieder einen scheiß asozialen 5-Kill-Streak. Das war aber fast einer zu viel. Ups, das habe ich aus Versehen geschossen. Ja, Noobtube, ne? Der fehlt eigentlich noch. Können wir ja gleich noch machen. Können wir ja gleich noch hinzufügen. Dann ist die Sammlung komplett. Dann sind wir der staatlich ausgewiesene Profi-Noob. So, leider sind unsere Claymores nicht explodiert. Dich kriegen wir nicht mehr. Nein, dich kriegen wir nicht mehr, weil du bist tot. So, mal eine Sache müssen wir gleich... Jetzt sind wir tot. Okay, okay. Dann wechseln wir jetzt mal zur Sturmsoldat-Klasse. Und was haben wir denn hier so als Assi-Waffe? Na komm, nehmen wir Shotgun. Wir wurden wiederbelebt. Jetzt sind wir aber wieder tot. Hm. Ja. Ah, wir wurden schon wiederbelebt. Das ist ja schön. Hammer! Ah, Sanctivo. Scheißpenner, ich hasse dich. Okay, Medikit ist natürlich komplett falsch, ne? Das geht ja mal gar nicht. 320, aber dann brauchen wir irgendwas mit Unterleg. Mit Unterlegscheibe, ja. Mit Unterlaufscheibe. Glaub, ja. Unterlaufschiene, so. Unterlaufscheibe, das ergibt ja genauso viel Sinn. Nee, ich will keine Shotgun. Ich mag die Dinge einfach nicht. Ich komme damit nicht klar. Okay, früher war ich ja selber mal ein Kacknoob. Das gebe ich ja auch offen und ehrlich zu. Da habe ich dann sogar mit meinem Xbox 360 Controller gespielt, den ich hier angeschlossen habe, noch am PC. Der immer schön vibriert, wenn man... Kacke! Den habe ich natürlich nicht gesehen. G18, die fehlt. Die G18, die fehlt hier noch. So. Dann ist es perfekt. Die G18 ist natürlich auch eine Noob-Waffe. Nein, da hätte ich mit meinem Noob-Tube reinhauen müssen. Komm, Junge, da musst du auch denken, wie so ein Idiot, ne? So ein Kackboon. So. Und... Das war nichts. Besten, wenn irgendwo einer steht, aber wenn man kurz dahinter steht, dann muss man eigentlich einen killen damit. Da vorne, der zum Beispiel. Schade. Warte. Ja. Und dann kurz nach zum Spawn. So gehört sich das. Okay. Was auch immer ihr da gerade abfeiert. Ah, unser Einziger. Komm, ich mach's jetzt einfach mal. Ich mach's doch nur für euch. Oh, die Folge ist gleich schon zu Ende, sehe ich. Also noch einmal kurz hier. Und viel Zeit haben wir dann nicht mehr. Und in der nächsten Folge, da wird's dann aber mal richtig kriminell. Lol. Okay, ich beende damit jetzt diese Folge von Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder von dieser Assi-Runde da. Also bis dahin sage ich schon mal ciao und haut rein.